Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Ja, Freunde, heute schauen wir uns an, wie wir negative Bewertungen bei eBay entfernen lassen können und wie genau ich das mache, das siehst du in diesem Video. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, Selbstständigkeit, Motivation, Investitionen und vieles mehr, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ja, wenn du dieses Video schaust, dann hast du eventuell eine negative Bewertung bekommen oder möchtest wissen, wie du schon negative Bewertungen vorbeugen kannst, dann bist du hier genau richtig. Zuerst einmal zu sagen ist, wenn du bei eBay verkaufst und ernsten Handel betreibst, dann ist es durchaus möglich, dass du eine negative Bewertung auch bekommen kannst. Vor allem nach einem Weihnachtsgeschäft, wo die Hochsaison für uns Online-Händler ist, kann es durchaus möglich sein, dass man nicht direkt einem Kunden antwortet oder vielleicht mal einen falschen Artikel verschickt. Oder vielleicht irgendwie die Ware zu Schaden kommt oder. Gibt es natürlich Käufer, die dann direkt negativ bewerten, ohne den Kontakt vielleicht aufzunehmen. Nun ist es so, dass eine negative Bewertung in unserem Profil nicht unbedingt schön aussieht, vor allem für die nächsten Käufer, die natürlich auf negative Bewertungen besonders drauf achten. Und aber auch für unser Ranking bei eBay, wenn wir eine gewisse Anzahl von negativen Bewertungen erhalten, werden wir natürlich runtergestuft und somit ist unsere Sichtbarkeit eingeschränkt. Das solltest du schleunigst vermeiden. Somit solltest du jede negative Bewertung ernst nehmen, versuchen mit dem Kunden einen Kompromiss zu finden und diese entfernen zu lassen. Und ich zeige dir gleich an meinem Notebook, wie ich daran gehe, beziehungsweise wie ich diese Bewertung entfernen lasse von dem Kunden. Zuerst einmal kannst du natürlich, wenn es eine Bewertung ist, die unrechtsmäßig abgegeben wurde vom Kunden, kannst du mit dem eBay Kundenservice in Verbindung treten. Das heißt, du kontaktierst den eBay Kundenservice und sagst, hier, diese Bewertung wurde vom Kunden abgegeben und die ist nicht korrekt, weil ich habe den besten Service dem Kunden gegeben, den ich konnte und hier hat er was bewertet, was nicht richtig ist. Und in den meisten Fällen ist es so, dass der eBay Kundenservice dann darauf reagiert und natürlich die Bewertung für dich entfernen lässt. Ist es jetzt aber eine rechtmäßige Bewertung, die der Kunde abgegeben hat und seine Meinung geschildert hat, dann kann der eBay Kundenservice auch nicht diese Bewertung entfernen, sondern sagt, finden Sie eine Lösung mit dem Käufer. Und in dem Fall solltest du das dann auch tun, finde einen Kompromiss mit dem Käufer und versuch mit dem Käufer eine Lösung zu finden, so dass er diese Bewertung dann entfernen lassen kann. Und wenn du dann eine Lösung gefunden hast und der Käufer dann sagt, okay, ich würde das nochmal überdenken und die Bewertung entfernen lassen, dann siehst du jetzt in diesem Schritt, wie ich genau das an meinem Notebook mache. Ja, Freunde, dann lasst uns mal anschauen, wie genau werden wir denn eine negative Bewertung wieder los aus unserem Profil. Und ich befinde mich hier auf der eBay Startseite. Ihr geht oben auf den Reiter, wo ihr euren eBay-Namen seht und drückt hier auf Kontoeinstellungen. Wenn ihr dann bei den Kontoeinstellungen angelangt seid, drückt ihr hier auf den Menüpunkt Bewertungen und dann kommt ihr hier in eure Bewertungsübersicht, wo ihr alle eure Bewertungen seht, sowohl positive als auch negative Bewertungen. Und wenn ihr jetzt eine Einigung gefunden habt mit euren Käufer, um eine negative Bewertung zu entfernen, das heißt, der Käufer hat euch bestätigt, er möchte dann die Bewertung einmal ändern, dann sendet ihr ihm einen Antrag und zwar drückt ihr dann hier auf Bearbeitung einer Bewertung beantragen. Und wenn ihr da drauf geklickt habt, werdet ihr auf diese Seite weitergeleitet, wo ihr dann eure negativen als auch neutralen Bewertungen korrigieren lassen könnt. Und dann wählt ihr genau die Bewertung aus, die abgegeben wurde. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, einen Grund anzugeben, warum diese Bewertung jetzt korrigiert werden kann bzw. soll. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, ich habe das Problem gelöst, das der Käufer mit dieser Transaktion hatte. Der Käufer hat bestätigt, dass er unabsichtlich eine falsche Bewertung abgegeben hat. Sowas soll es auch geben, hatte ich auch tatsächlich schon einmal. Und dann geht das natürlich ganz schnell.
Oder sonstiges. Da beschreibt ihr dann natürlich den Fall, warum diese Bewertung entfernt werden soll. So, und wenn ihr dann einen Grund ausgewählt habt, drückt ihr hier unten auf Senden und im besten Fall wird der Käufer dann die Bewertung ändern bzw. entfernen. Und ist es nun aber so, dass ihr die Bewertung nicht entfernt bekommt, das heißt, der Käufer weigert sich, diese Bewertung zu entfernen, dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr dann auch noch einen Kommentar setzt. Wenn ihr dann hier auf die Bewertung hier unten findet, das heißt, ihr schaut hier nach allen Bewertungen und wenn ihr dann die Bewertung gefunden habt, könnt ihr einen eigenen Kommentar zu der Bewertung setzen. Das heißt, ihr könnt dann schreiben, dass ihr versucht habt, mit dem Käufer einig zu werden, der Käufer hat sich geweigert. Jetzt nur als Beispiel, ja. Das ist vielleicht sinnvoll für den nächsten Käufer, der dann diese negative Bewertung sieht und sieht, okay, da war ein Käufer nicht kompromissvoll und konnte keine Einigung gefunden werden. So, habt ihr jetzt aber eine Einigung mit dem Käufer und der Käufer hat dennoch die Bewertung nicht entfernt, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, dass ihr den eBay Kundenservice kontaktiert und den Chatverlauf einfach kontrollieren lässt und zeigt, okay, ich habe alles gemacht, dass der Käufer diese Bewertung jetzt entfernt. Dennoch hat er sie nicht entfernt und in den meisten Fällen ist es so, dass der eBay-Kundenservice dann so kulant ist und sagt, okay, dann entfernen wir selbst die Bewertung. Dann habt ihr die Bewertung auch los. Ja. Wichtig ist nur, wenn ihr bei der Bewertung einen Bearbeitungsantrag an den Kunden sendet, seid ihr euch ziemlich sicher, dass der Kunde dann auch die Bewertung schon entfernen wird, weil ihr habt auch nur einmal die Möglichkeit, einen Antrag auf Bewertungsänderung zu senden. Wenn ihr diesen versendet habt, gibt es nicht erneut eine Bewertungsänderung. Das soll sehr, sehr wichtig sein. Ja, dann kommen wir auch zum Schluss dieses Videos. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir war das Video hilfreich. Gib dem Video dazu einen Daumen hoch. Weißt du und kennst du jemanden, dem das Video hilfreich sein kann, dann teile gerne dieses Video. Ich würde mich freuen, wenn es auch andere sehen. Bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg beim Verkaufen. Falls du noch Fragen hast, gerne unten in die Kommentare schreiben. Alle Informationen wie immer auch unten in der Beschreibung zu finden. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, ciao.